Hey Leute, The Lords is back und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wer mein letztes Video nicht gesehen hat, der wusste wahrscheinlich, also der weiß ja schon, also wie soll ich das sagen, also die, die es jetzt nicht gesehen haben, die wissen gar nicht, warum ich jetzt keine Videos die Tage gemacht habe. Das lag daran, weil mein Account gesperrt wurde und seit einer Stunde ist er endlich entsperrt und jetzt können wir wieder zocken, yay! Ah, wir spielen heute Minecraft und zwar nicht alleine und zwar mit dem lieben Jonas LP. Hallo. Und mit dem lieben The Entrix. Servus. Der sich irgendwo versteckt hat hier. Und ja, was haben wir denn heute vor? Was haben wir denn überhaupt in der letzten Folge gemacht? Ja, wir haben ja die Weltkarte bzw. die Welt erkundet. Und seitdem wir das letzte Mal gezockt haben, also im Laufe der Zeit, ist ein großes Update gekommen. Also jetzt nicht allzu großes. Und der liebe Jonas kann ja mal ein bisschen was über diesen Update erzählen. Also es kamen neue Mobs dazu. So wie gute, so wie schlechte. Jetzt ist Magier da, da wo, wenn du ihn tötest, das, Artefakt. Jonas, lass schon mal auf den Weg gehen. Wenn du von 10.000 Metern Höhe fällst oder dich einer tötet, dann stirbst du nicht so leicht. Dann kriegst du 3 goldene Herzen dazu und kriegst Regeneration. Und jetzt sind auch so fette Villas gekommen. Da findest du guten Drop. Mit genau. Dir, Harnisch und so. Es sind neue, und du kannst auch wohnen und das sind auch die neuen Mobs. Und die, und da hat sich Mojang richtig viel Mühe gegeben, weil ich kann muss ich auch sagen, spoilern, ja. Da sind, du hast es ja leider noch nicht gesehen, da sind manchmal sind da Katzen, Hühner, alles reingebaut. Die haben sich so viel Mühe dabei gegeben und es sind neue Verzauberungen gekommen fürs Trolling. Einmal Fluch des Verschwindens, wenn du stirbst, da portet sich deine Rüstung weg, wenn du es drauf hast. Genau. Und okay. Einmal, das mit, das, wie heißt es noch mit, das ist, das heißt, da, also dieser eine, das weiß ich nicht mehr, aber da, der ist Enchantment, der ist richtig asozial, weil, bevor du stirbst, wenn du einen eine Lederrüstung gibst, da wo du zum Beispiel, wenn du Hacker bist und einen Schwanz drauf malst, dass du die Rüstung die ganze Zeit anhast, Fluch der Bindung heißt es, da, weil da bleibt dann, bis du stirbst, hast du dieses eine Rüstungsteil an, bevor du, wenn du nicht stirbst, hast du das so immer an. Ah, ist das so ein neuer Spielmodus, oder? Das ist ein Enchantment auf dem Buch. Ach so, genau, okay. Und da kann, und wenn du das drauf hast, bist du so ein Arsch. Ach da, das hast du mir ja erzählt, ne, wo du nie wieder deine Rüstung abmachen kannst und so, ne? Ja. Ja. Ja, den kannst du eine Lederrüstung geben und dann holst du rum. Dann so, dann kannst du bei dem einen Spieler so sagen, ja, hier, ich hab, hier willst du dir Rüstung? Zieh an. Da kann er nie wieder anziehen. Das tut, dann tut mir dann so leid. Also ausziehen, also sie wechseln halt, ne? Ja, danke Jonas auf jeden Fall für die neuen Update-Infos. Also, das ist ja schon sehr viel Neues und vielleicht. Und zwar, ich habe mich bei dieser Welt jetzt was umgeändert. Zum Beispiel, ich habe jetzt den Weltrand, die 32 Blöcke am Rand, jetzt neu aktualisieren lassen. Das heißt, es könnte was Neues am Rand kommen. Eine Villa. Oder weiß was ich. Oder gesponsert, genau. Villager-Dörfer oder so. Weil ihr wisst ja, wir haben ja schon 2 Villager-Dörfer. Oder ich habe glaube ich auch noch ein drittes gesehen irgendwo. Und zwar da weiter oben. Das war auch am Rand, das wurde neu aktualisiert. Wir sind am Rand. Ja, ja. Hey, nein, hier ist das Ende. Komm zu mir, hier ist der Rand schon. Hier ist schon der Rand. Zeig mal. Hier ist der Rand schon. Wo bist du? Ich genau. Seh dich nicht. Ich bin hinter dir. Ja, also das ist das Ende der Welt. Hallo? Ist da jemand? Hast du Karotten? Oder also Leute, nicht dahin gehen, das ist das Ende der Welt. Ey, das wird auch hell
jetzt angezeigt. Genau. Und du kannst auf der. Es gibt auch in dem Inventar jetzt einen anderen Slot, da kannst du Bogen, Pfeile und eine Karte reinlegen. Mach mal. Genau, bitte. Und man kann jetzt auch neue neue Bettfärbungen machen. Also das Bett ist dann nicht mehr rot, sondern man kann es in seine beliebige Falle. Beliebigen ja, Fall. Hab ich noch grad schon gesagt. Also in, so wie man es halt selbst gestalten möchte, ne, in der jeweiligen Farbe. Oh, und falls ihr My Bed Wars auf meiner Bed Wars Map sehen wollt, bei genau. den lieben The Lords of Games, dann liked! Dann einfach schreibt Video unten schreibt einfach. In die Kommentare Bed Wars, Hashtag ja, Bed Wars. Hashtag Bed Wars. Einfach unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bed Wars auf Jonas Map sehen wollt. Die ist auch sehr gut gemacht. Und zwar ist das auch mit Skins, ne, die verschiedene Fähigkeiten haben, und wir haben uns da was sehr Gutes einfallen lassen. Also wer es sehen möchte. Boah, da ist ein Creeper. Wir sind jetzt hier im Schneegebirge. Hallo, du Taliban. Gut, dass du ihn nochmal in letzter Sekunde geholt hast. Boah, es ist hier sehr schneestürmig. Warte mal, bleib mal stehen, ich will dir kurz was zeigen, bleib mal stehen. Ey, an die Leute, die vielleicht den Skin kennen, guck mal. Ja, lol. Der ist richtig, ey, damit sieht man sich gar nicht, ne? Man sieht dich kaum im Schnee. Ah, das sind doch die gelben Augen. Nein, nein, mach mal so. Also duck mal. Dann man sieht ja deinen Namen nicht. Ich schwöre auf alles, man sieht dich nichts, ne? Man sieht dich einfach nicht. Die Augen können ja auch die Blume sein. Das ist so klassisch, wenn man jetzt hier so, weiß was ich, Skywars so auf so einem Schneegebirge spielen würde, ne? Man würde dich kaum entdecken. Dann war's das, Alter. Dann hast du schon gewonnen, weißt du so? Eisbär. Geh auf die Hexe. Schlag ganz schnell auf die Hexe ein, dass sie Magietrank droppt. Ich hab. Creeper! Oh shit. Scheiße, ich bin vergiftet. Okay, hab noch meine Hand. Oh, hier ist ein Eisbär. Hallo. Tot. Was spawnt er eigentlich? Also was spawnt dann, wenn? Und da droppt der. Fisch. Da unten ist ein Enderman. Wollen wir den holen? Wenn der Pan? Uiuiuiui. Ja, wir sind schon auf O. Du hast was vergessen, es gibt ja schon Eisenklumpen jetzt noch. Ja, Mann, Eisenklumpen. Whatever. Ja, Goldklumpen, jetzt gibt's auch Eisenklumpen. Was kommt dann als nächstes? Smaragdklumpen, Diaklumpen und dann so Holzklumpen und dann so Essklumpen. Geil, Mann. Richtig geil. Ich hoffe, du kannst dann so Autos bauen in Minecraft und dann so mit Benzin und so. Tschüss. Benzin, ich riss hier schon mit Benzin. Das wäre auch geil, ne? Oh, eine Spinne. Dann wird so Minecraft ein bisschen realistischer, oder nicht? Hallo. Okay, warte mal, wo müssen wir hin? Nee. Wir sind schon oben am Rand. Wir müssen jetzt einfach so rum. Wir gehen mal ein bisschen nach hier oben, um eine bessere Übersicht zu verschaffen. Boah, das ist der ganze Schnee hier, ne? Ja, wie kann man Gemälde machen? Du musst Gemälde bauen, craften und dann einfach irgendwo hin platzieren mit L2. Ist das. An einer Wand. Wie ich sie herstellen kann. Ich finde die nicht. Unter Dekoration ist das. Doch, hab's gefunden. Genau. Hey, guck mal, da ist eine kleine Insel. Da hinten geht's weiter, glaube ich. Da hinten, guck mal, da hinten. Achtung, creepy. Creepy mit Gold. So, wir können jetzt entweder hier runter gehen, dann haben wir ein bisschen schon abgeforscht. Da, guck mal, da hinten. Ja, oder wir gehen jetzt in die Richtung, wo du gerade läufst. Wenn denn. Denn dort. Kennt ihr auch, was wir nicht erforscht haben? Wolle, alles klar. Wolle. Wolle farmen. Also, wie steigt man nochmal ein? Ah, okay. Wolle, Alter. Brumm, fahr Mercedes. Nee, R8. R8. Ja, immer geradeaus, vielleicht ein bisschen nach rechts. Ja, dort in dieses Gebirge rein. Vielleicht, wenn wir Glück haben, also die Villa, die ist richtig groß und die ist auch so Schwarzeichenholz oben gebaut. Schwarzeichenholz und Cobblestone. So, jetzt sind wir wenigstens aber vom Schneebiom weg. Gut, jetzt sind wir so. Ich wurde getroffen. Alter, die ist ja schlimmer als ein COD-Hacker. Die macht einen No-Scope alles. Ich esse was, damit ich wieder Leben bekomme. Brauchst du Food? Brauchst du Essen? Nee, ich hab genug. Ich hab noch so 8, 9 Stück von den
Pizza wollte ich schon sagen. Pilzsuppen. Pizza. Pizza. Yo, Alter, ich hätte jetzt so auch Pizza bei Dings da, bei Minecraft. So kannst du selbst machen. Das wäre aber auch richtig. Ja, das haben wir sozusagen alles erforscht. Ja, aber hier hinten halt noch so rumlaufen. Ich hoffe mal, dass ihr hin... Also es könnte in jedem Biom könnte die sein. Meistens sind sie an einem Berg. Also meistens genau. Sind die auf dem Berg. Ja. Und manchmal spawnen sie auch irgendwie so. Da ganz hinten ist etwas, oder? Da leuchtet irgendwas. Komm mal mit, da hinten leuchtet irgendwas, Lava, oder? Das Lava-Quelle vielleicht. Oder... Ist es aus Schnee? Nee, da hinten leuchtet irgendwas. Seht ihr das? Ja. Kann sein, dass das Lava-Becken oder so ist. Oder? Ist es aus Schnee? Ja, moin, bei uns ist schon Gewitter. Ja, Lava-Becken. Hey, guck mal, hier ist der neue Mob. Komm mal kurz her, da ist ein neuer Mob. Hier ist das neue Mob. Der gibt mir Langsamkeit. Hier bei mir, der gibt mir Langsamkeit. Wenn er auf mich schießt, der gibt mir Langsamkeit. Hier hinten noch. Wenn er auf mich schießt, hast du Langsamkeit oder Schwäche. Er ist tot, sorry. Lol, er hat mir Langsamkeit Pfeil gedroppt. Hey, warum hast du ihn umgebracht? Ja, weil ich... Ich wurde angehittet. Hast du Langsamkeit? Ja. Das sind die, ne? Ja, das sind einer der neuen, das neueste Skelett. Digga, wie lange geht das? Jo, okay, lass ihn auf den Fokus nicht holen. Oha. Ja, das sind halt diese neuen. Der droppt auch diese neuen Pfeile, die Langsamkeitspfeile. Langsamkeit, okay. Also Leute, es hat sich seit dem Update vieles getan. Und dass wir das halt nochmals Info geben. Falls euch was Neues irgendwie in dem Spiel auffällt, dass wir das schon vorher erklärt haben, ne? Aber das seht ihr auch bei jedem anderen großen YouTuber. Na, Gronkh und so ein Kack. Von daher. Lass mal nochmal. Bah, Villager Zombie. Zombie Dorfbewohner. Ja, das wissen wir schon. Ein Dorfbewohner, der in einen Zombie verwandelt wurde. Genau, beste Beschreibung. Ja, und wie wurde am besten den Rückweg schneiden wir weg, dass wir dann direkt wieder in der Welt sind. Also bei uns im Dorf. Achtung, Creepy McGonzale. Creepy McTaliban. Ich hab ihn runtergeworfen. So. Wo ist mein Hund? Bleib stehen. Bleib stehen, du Hund. Puh. Gesundheit. Danke. Randalier nicht. Hier sind wir so mehr am Rand jetzt des Schneebioms. Alter. Ey, wir haben hier richtig großes Schneebiom, ne? Wir haben fast die Hälfte der Map. Schnee, ey. Das ist echt krass, diese Welt. Bist du hinter mir? Ich bin hier am Rand. Ah, hier ist schon der Rand. Ja, neue Schneeschaufel. Ja, hier ist auch Zuckerrohr. Gespawnt. Immer schön mitnehmen, ne? Kannst du mal aufhören zu schneiden? Ein halbes Herz, also, wir haben schon jetzt diese neuen Charaktere gefunden, diese Gegner, die halt diese Zaubereffekte haben und so. Aber bis jetzt haben wir noch keinen. Es gibt noch heftigere. So, ja, ja. Es gibt sogar Poltergeist. Die randalieren voll. Poltergeist und so. Poltergeist. Plagegeist. Es gibt der Magier. Die halten ihre Handtuche, wenn sie Nazi und Hitler groß machen. Und dann schießen die einfach aus dem Boden so. Alter, so das war voll brutal. So Stäbe oder so und dann hitten sie dich oder so. Und dann, oder aber so. Die droppen das. Ah, die sind richtig schwer zu besiegen, wenn deine Arme. Holen so, wollen wir jetzt? Wollen wir den Rand runterlaufen oder? Where you now? Wo bist denn du? Hier bin ich am Rand. Komm am Rand. Hier da, hallo! Ja, komm mit. Oh, es hat endlich aufgehört zu schneien. Ja, das ist doch schon viel besser. Also wir sind jetzt hier am Rand, ne? Wollen wir weiter hochgehen hinter diesem Gebirge? Ja. Vielleicht versteckt sich da irgendwas. Ich war heute noch auf der Welt, Leute, ein bisschen was vorbereiten und dann habe ich auch ein bisschen erkundet. Und zwar hier oben rechts, Leute, ein bisschen.
Und da habe ich auch ein Villager-Dorf, glaube ich, gesehen. Und dann bin ich ja gestorben, weißt du ja, ne, Jonas? Von der Spinne. War noch jemand von uns? Hier muss schon wer gewesen sein. Ja, ich bin dann. Ja, das war ich. Hä, wo? In so einer kleinen Wasserhöhle. Ich habe mal Cobblestone. Hier hinter dir. Lol. Hier muss jemand gewesen sein. Der Entrix? Das erfahren Sie nächste Folge bei uns hier auf YouTube. Episode 1. Wer war's? what the fuck? So. Okay, hier ist auch mal wieder nichts. Kevin, ich hab dir verarscht für deinen Namen. Sie enden Twix. Weil wir gucken jetzt noch mal da in der Ecke rein und dann am besten machen wir uns wieder zurück auf den Weg, oder? Also Leute, wir haben leider jetzt nicht so ein Haus oder so eine Villa, die es seit dem neuen Update gibt, leider wahrscheinlich jetzt nicht gefunden. Liked auch, schreibt doch mal rein, ob ihr mal in der nächsten Season in Rainbow wieder Videos sehen wollt, weil jetzt ist das Spiel ein bisschen schlechter geworden. Genau, ein bisschen, komplett. Ja, komplett. Wenn ihr dann wieder Livestreams und so sehen wollt. Ja, und ob ihr jetzt noch GTA 5 sehen wollt. Einfach dafür zustimmen. Ey, du könntest ja dann mal einen Livestream machen. Genau. Also nur wenn ihr sehen wollt, schreibt einfach Hashtag. Wir machen das so. Hashtag GTA 5, wenn ihr sehen wollt. Und Hashtag Bad Wars. Einfach unten schreiben. Nein, Rainbow nicht. GTA 5 oder... Bad Wars. Bleib stehen! Warte, du bist Speedy Gonzales. Ja, ja, am besten wir gehen noch den ganzen Rand hier oben. Wir gehen mal so einmal rum um die Weltkarte. YouTube-Kanal vorbeigucken. Ich mache beste Videos. Genau, Leute. Da werdet ihr euch umhauen, Alter. So, wir sind hier am Arsch der Welt. Ich schneide nicht mehr. Ja. Ey, aber wenn du Welt überschneiden anmachst, es kann sein, dass es spawnt. Oder es kann auch sein, dass es nicht spawnt. Ja. Genau. Plant mal dein Boot. Chance, oder was? Genau. Zeig mal dein Boot, okay. Steig rein, mein Freund. Komm. Geh einfach zur nächsten Insel, die da ist. Warte, ich guck auf Karte. Ja, da haben wir jetzt noch nicht erforscht. Am besten, wir gehen jetzt, wir suchen das noch oben ab. Weil da ist ja auch jetzt neu aktualisiert und dann setze ich eine Karte und mache nochmal. Also kehren zum Dörflein zurück. Dörfchen oder Dörflein. Halt, stopp. Das Boot immer abbauen. Ist das eine Pilzinsel? Nee, weil da war ein Pilz. Nein, das ist kein... Ja, hier ist wahrscheinlich nur Wein. What the fuck, hier sind einfach zwei Bären. Ey, und Bären. Lamas sind auch dazu gekommen, wenn du sie angreifst, dann spucken sie dich an, dann machen sie... Lamas gibt's jetzt auch. Ja, Leute, das ist dann halt unsere Welt hier. Guck mal auf dem Berg, vielleicht ist deine... Weil die sind meistens auf Bergen. Ich hab was gefunden. Ein Villager-Dorf. Dö. Genau das ist es. Das ist das, was ich gefunden habe. Villager-Dorf. Da hinten irgendwo bin ich verreckt. Ich glaube, das wurde noch nicht gefarmt hier. Wurde nicht, ne? Wir haben jetzt drei Villager-Dörfer, Leute. Ich hab Mille, komm mal kurz her, ich will was ausprobieren. Was willst du ausprobieren? Nein, lass mich in Ruhe. Nein, kann man auf dich mit Bogen schießen? Nein. Schade. Leider nicht. Wo sind denn diese Chests? Sind die nicht in der Mitte? Guck mal, die haben das gepatcht, wenn du einen Pfeil in die Hand nimmst, dass du schießt. Es gibt keine Schmiede hier. Nee, ne? So kleines Villager-Dorf. Genau. Bleib mal stehen kurz. Kann ich auf dich mit Pfeil schießen? Nein. Warte, bleib mal noch mal stehen. Ich will sehen, ob du jetzt Langsamkeit hast. Hast du jetzt Langsamkeit? Nö. Ich hab nur den Pfeil.
Mein Freund muss einsteigen. So, damit haben wir jetzt eigentlich so den Rest der Weltkarte bekommen. Bei mir fehlt noch die eine hier die ganze Seite eigentlich. Unten rechts. Auch. Also schaut mal, nein, wenn ihr weiter vorbeigeht, also gerade bisschen nach links. Wenn wir gerade so ausgehen, dann bisschen nach links, Leute, bisschen nach links. Ja, da habe ich aber schon über den Berg geschaut, da ist nichts. Ja, diesen kleinen Brand. Ja, aber ich war dort nicht. Ja, wir waren da noch nicht, also. Ja, ich war ja davor auf dem hohen Berg und habe darüber geschaut, über das Land. Ja, aber jetzt noch nicht. Er wird sowieso auch nicht sein. Ich habe doch geguckt. Vielleicht ist er ja weiter innen zu, Villa. Denk nicht so positiv, Junge. Denk nicht so mit Glück jetzt, so mit vollem Glück. Positiv bleiben. Ja, hier war ich ja. Da habe ich das Foto geschickt. Vielleicht sollten wir mal hier so einen Posten machen. Das sieht richtig fresh hier aus. Meine Freundin macht Schluss. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Oh. Grab dich mal runter und sammel mal die Sachen ein, Jonas, und komm mal zurück dann, okay? Auf jeden Fall. Ich will zurückkommen, ich verlauf mich. Da unten liegt doch eine Karte. Du musst, ich hab auch eine Karte, ihr werdet mich aber nie wiedersehen. Mille, bisschen nach rechts. Mille, dreh dich nach rechts um. Hier? Weiter, geradeaus, ja. Egal, ich hatte nur ein Iron-Schwert, also das Beste jetzt. Ach ja, da sind wir wieder. Eine Frage, hattest du eine Spitzhacke dabei? Ja, eigentlich müsste ich eine haben. Eisenspitzhacke. Aber jetzt, das ist ja kein Dierschwert oder so jetzt gewesen, das ist jetzt nicht so. Aber egal, Leute, eigentlich wollte ich ja cutten, um nach Hause zu kommen. Jetzt sind wir schon direkt hier. Passt ja. Aber jetzt muss Jonas den ganzen Weg zurück. Also Leute, in der Folge ging es jetzt... Naja, ist auch gestorben. Egal. Es ging jetzt eigentlich in der Folge darum, über das neue Update zu informieren, ne? Oder? Kevin, bei dir ist jemand im Haus drin. Hallo, eine Frage, kannst du... Was wäre, wenn du auf eine Welt kurz gehen würdest? Nein, da ist ein Zombie drin. Da ist ein Zombie Mille, drin und ein Creeper. Könntest du oben auf dem Dach oder was? In drinne. Mille, könntest du zwei Videos zusammenschneiden? Welche zwei Videos? Oh, ich sehe es gerade. Hallo. Einfach so zwei Videos. Aber die Burg sieht schon fresh aus, ne? Ja, muss ich machen. Könnte ich machen. Warum? Dann könnte ich sagen, dann mache ich kurz eine Welt. Lade dich ein, beendest das Video und dann kannst du denen zeigen, wie so eine Villa aussieht. Ja, das könnten einfach wir in der nächsten Folge, wenn dann, machen. Nein, weil hier gibt es keinen auf der Map. Weil wir hätten sonst safe schon einen gefunden. Die sind eigentlich richtig, die findest du richtig schnell eigentlich. Die gibt es hier nicht. Ja, okay, dann wir machen das so, dass wir jetzt kurz das Video beenden. Das war's dann mit der Folge mit den Update-Infos und der Welterkundung Teil 2. Und, am besten sehen wir uns gleich wieder auf einer Creative Welt und dann zeigen wir euch noch kurz das Haus. Oder? Jo. Also Leute, bis gleich. Ciao. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder und wir haben endlich jetzt so eine Festung bzw. Villa gefunden. Und ja, liebe Leute, das ist sie. Ich habe sie mir kleiner vorgestellt und Alter, da sind aber echt viele Räume drin. Und wir haben eine wunderbare Idee gefunden, also jetzt bekommen die Glocke oben an unseren Köpfen ist endlich die Glühbirne, sorry, angegangen. Und zwar, wir haben einen Plan, wir werden ein extra Video, was dann morgen hochgeladen wird, zu dieser Villa machen und wir werden komplett von A nach O alles erforschen und was sich da drin halt befindet, denn wenn ich das jetzt noch ranhänge, das wird dann eine Stunde dauern. Insgesamt jetzt mit dem anderen Video. Deshalb schaut dann am besten morgen vorbei zur Besichtigung dieser wunderschönen Villa. Und dann sehen wir uns dann halt morgen. Wenn es euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns dann, ne? Jonas, findest du das eine gute Idee? Ja, ne? Ja.
Also Leute, dann bis morgen. Haut rein und ciao.